Heute gibt's ein Squad-Builder-Battle mit nur Premier League-Spielern. Mit natürlich auch maximal einer Hero-Karte bzw. Icon, aber die müssen auch in der Premier League aktiv gewesen sein. Und mit dabei ist dein, was geht, Gummo. Was geht ab, Freunde? Gummo, freut mich am Start zu sein. Geile SPB-Idee. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, lasst ein kostenloses Follow bzw. Abo da. Road to 200, was haben wir denn überhaupt? Keine Ahnung, irgendwas K, Freunde, seid die allerbesten und natürlich ein Endzone und abchecken. Und dann würde ich eigentlich sagen, Starspieler bei mir hier ist der gute Kevin De Bruyne, der hat mich mal entspannte 3,4 Melonen gekostet. Ja, bei dir aber auch ein ganz netter, ne? Na, ich habe einfach Heung-Min Son lange nicht mehr gespielt, in diesem FIFA auch nicht der beliebteste. Das ist meine Hasskarte übrigens, Freunde, ja, aber falls ihr auch so krasse Karten mal spielen wollt und euch noch nötige Points fehlen, also beziehungsweise FIFA-Points, hier habe ich die günstigsten für euch im ganzen Netz. Mein RTL! Denn bei meinem Partner Enable, Leute, gibt es die mit Abstand günstigsten PSN-Karten im ganzen Netz. Zum Beispiel, Leute, ihr bekommt ihr 100er PSN-Karten für 84 Euro nur oder 50er nur für 43 Euro und zusätzlich noch Cashback. Link dazu ist natürlich direkt unten in der Videobeschreibung, checkt das unbedingt mal ab. Außerdem gibt es hier auch noch die günstigsten PSN-Spiele, Xbox-Spiele, Steam-Spiele, Nintendo Switch, es gibt alles dort, Freunde, zum natürlich günstigsten Preis. Aber auch noch andere Gutscheinkarten wie von Amazon, Apple, Netflix, sogar Tinder einfach, hä? Alright, Freunde, willkommen zu den ersten Spielern. Du spielst ja den jungen Heung-Min Son im Sturm. Davon träume ich übrigens nachts manchmal von der Karte. Ich halte drei rechter und linker Flügel. Klein linker Flügel ist eine Karte, was heißt eigentlich obvious, aber ich glaube nicht, dass du dran denken wirst, sondern eher was anderes aufschreibst. Und zwar, mein Rashford kostet 750.000 Münzen. Das ist die Centurion-Karte. Sehr, sehr geil. Und auf dem rechten Flügel habe ich eine Karte, die sehr nice ist und Doku heißt. Vielleicht habe ich was falsch eingefügt, aber Doku. Doku. Eine Doku, der von City? Ja. Oh, das ist in Ordnung. Vor allem dieser Rashford, Mann, ich wollte ihn ausschreiben, ich sag's dir ganz ehrlich, weil der Typ ist auch völlig geisteskrank in Game. Ich bin gegangen hier mit einem Saka und einem Neto, der kann nämlich rechts spielen. Oh, ich dachte, spielen, ernst, du hast ihn, weil du hast dreimal Doku wiederholt. Ich dachte, du hast. Ja. Oh, nice, perfekt. Sturm behalten, sehr wichtig. Ja. Und jetzt zählt's. Ich glaube, ich mache noch einen Step. Eins ändere ich jetzt noch, okay? Mach mal. Okay, ich hab's jetzt drüber gelegt. So, stell dir mal vor. Okay, alles klar. Das klappt jetzt. Perfekt, ich halte rein. Okay, ich gehe rein. Mit meinem Stürmer, Freunde, ist eine richtig, richtig kranke Karte, vor allem in-game, glaube ich, weil da hat mir die Goldkarte am Anfang des Jahres schon sehr, sehr gut getan, beziehungsweise gefallen, eher so. Christopher Nkunku ist ja gegangen von RB Leipzig, also sprich von Bundesliga in die Premier League, hat eine coole Karte bekommen. 738.000 Mücken. An der Stelle packe ich einen Stürmer, also der muss was können, sage ich ganz ehrlich. Links auf unobvious, weißt du, auf ganz entspannt wird es einen, wenn die A-Server geladen haben, einen Chris, ne, der heißt nicht Christian, ist Ivan. Ne? Ivan Perisic, der Große, wenn ich irgendwann den mal reinmachen könnte, Freunde, die A-Server laden. Jetzt ist er drin, ja, okay. Und rechter Flügel, ebenfalls aus der Premier League, haha, wird der gute Elliot von Elliot. Ja, Bro, also ich habe wirklich komplett obvious aufgeschrieben, weil ich dachte, diese Schiene, dieses psychische, ja, der denkt nicht, dass ich Obvious-Spiele aufschreibe. Ich bin einfach auf Gabriel, Jesus, Salah und Rashford gegangen. Das heißt, du kannst alle behalten. Ja, bin ich schon auf, Freunde. Let's go. Bis jetzt haben wir beide noch gar keinen getroffen. Deswegen wird es jetzt Zeit, Bro. Ich halte die ersten zwei Namen rein. Genau, ZMs wären es bei mir. Gibt es viele, Freunde. Also ich habe gerade wirklich auf Football mal nachgeschaut. Es gibt so abnormal viele Special-Cards in diesem EAFC bzw. FIFA-Teil, Freunde. Das gab es bisher gefühlt erst zum Putz, ja. so viele Special-Cards drin. Das ist geistkrank, ne? Ja, Freunde. Also weiß ich. Also schreibt gerne mal irgendwann dazu in die Kommentare mit den ganzen Special-Cards. Aber also, mir sind das wirklich fast zu viele. Es wird Belly, ja, Ellie, rechtes ZM, dann linkes ZM, der gute Bernardo Silva, wenn es Digga, die EA-Server, ne? Es ist ja geisteskrank hier, aber nicht der Toti Nomine, Freunde, der hat die gleichen Stats, den hatte ich im Verein hier, dieser Thunderstruck-Karte von dem, ich hoffe alles. Oh, ich sag dir ehrlich, Bernardo Silva so obvious, aber ich dachte mir, dass er wieder zu obvious ist, dass ich ihn aufschreibe. Ja. Ich habe Etze und Yaya Touré auch geschrieben. Wichtig, Freunde, wichtig. Wie gesagt, auch maximal ein Hero und ein Icon, also muss man nicht einbauen, kann man einbauen, Freunde, wie gesagt. Aber eventuell, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich hier gerade was aufgeschrieben. Und übrigens, von den Kartenfarben her sieht es geil aus, Freunde. Versteht mich da nicht falsch. Das sieht
das Team sieht richtig geil aus auf den Farben, aber ja, ne, ob es dann der Sinn ist, von so einem Teil jetzt schon im Februar alles voll zu haben, weiß ich nicht. Okay, ich halt rein. Okay, bei mir kannst du auf jeden Fall krachen jetzt. Ich habe etwas Auswahl, so, was du nicht aufschreiben wirst und was jetzt heute feiert ist. Die Leute werden sagen, ey, Jönster, bisschen Gehirn hast du doch. Trent Alexander-Arnold im ZM. Dann habe ich Yaya Touré und im linken ZM kann ich zwischen Bernardo Silva und Joe Linton wählen. Ich glaube Joe Linton. Das glaube ich nicht, Freunde. Also ich habe überlegt zwischen Trent Alexander-Arnold und Trippier, weißt du, weil das sind beides Rechtsverteidiger und die kannst du beide als ZM spielen. Ich habe Trippier aufgeschrieben, auch Trippier, Mann, ich weiß nicht. Dann Stones, weil den kann man auch umformen, so, ich finde diese umformbaren Karten, Freunde, so geil irgendwie. Also wie gesagt, Trippier, Stones und Dele Alli auch, weil... Boah, ich dachte, ich komme safe nicht, also ich wäre auch mit einem De Bruyne und Bernardo Silva durchgekommen, Alter, krass. Aber hä, als ob wir uns nichts rausnehmen, was ist das denn? Ja, es gibt aber ehrlich sehr viel Karten. Ja, also deswegen, also es ist gar nicht mal so leicht. Wir machen weiter. Außenverteidiger, Freunde, was krachen. Joa, Freunde, weiß ich nicht. Also Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, ich glaube, da sind die Chancen noch mit am größten, aber irgendwie auch nicht, Freunde. Und ich glaube, du bist in der Premier League geblieben, kann das sein? Leider bin ich in der Premier League geblieben. Oh, perfekt. So, ich starte rein, Linksverteidiger. Guck mal, wenn du den erwischt, Max, come on. Ich ja, weiß nicht, wo du wohnst, aber ich komme dahin. Ich habe so eine Nase. Ich habe eine Nase dafür. Und ich setze mich auf alles, was du willst. Also wirklich, wenn du den erwischt, dann hast du meinen Respekt. Ich bereite was vor. Sergio Gomez von Man City Futures, das Karte. Und Rechtsverteidiger, guck mal, jetzt spiele ich diese Psychologie mit. Ich kann entweder sehr obvious gehen oder ich mache mal ein bisschen ruhiger und habe noch eine Future-Star-Karte, die bei Burnley spielt, Asignon. Ist das geisteskrank, Mann. Ich bin mit Emerson Royal und Lamptey gegangen. Ja. Ach du Heilige. Also ich glaube, Freunde, Gameplay und Abstoßen wird heute sehr, sehr interessant. Das Ding ist, ich wollte sogar Walker spielen, habe jetzt random Asignon gesehen, bin doch auf Asignon gegangen, aber das schmeckt. Das schmeckt. Deswegen, ich halte direkt rein mit meinen zwei Spielern. Und jetzt, es wird time to shine. Wir müssen erstmal einen treffen, so kann es nicht weitergehen. Ja, also wenn wir beide mit Fullteam spielen, dann verlose ich ja eine PSN-Kappi. Und linker Verteidiger, wann ist das der? Ja, genau. Wird nämlich der gute Kai Havertz, weil Julian Nagelsmann hat ihn ja als LV aufgestellt mit 1,90. Ganz entspannt mit Kai. Den Kai LV war eine SPC damals. Sehr, sehr geil. Übrigens, ingame auch die Karte, muss ich sagen. Also ich feiere den da echt extrem. Und auf der rechten Seite habe ich auch ein bisschen Auswahl sogar, sehe ich hier gerade. Ich gehe aber trotzdem mit einem Future Star. Hast du einen Future Star aufgeschrieben? Nee. Ja, den kann ich nehmen, nehme ich Kappa. Nee, doch, ich nehme den als. Ich war auch schon irgendwann eigentlich Lemte, der Spinnenmann. Oh, Junge, das kann nicht sein, dass ich immer so kurz davor bin aufzustellen oder doch dann mich umentscheide. Ja, ich habe Rice geschrieben. Ja, ja. Weil du hast immer noch nicht deinen ersten Hero genutzt und Trippier. Wichtig, wichtig, Frau Wiener. Oh mein Gott. Sehr schön. Also bisher Full Team bei mir, bei dir aber auch. Und es wird sich gleich ändern, Freunde. Es wird sich gleich ändern. Gleich spielst du mit einem Bronzestürmer am Tor. Ich sehe es jetzt schon. Ja, ich hoffe nicht. Das wäre auf jeden Fall echt bitter, Mann. Grande Finale, Freunde. Ich bin heiß. Ich bin gespannt, wie mein Bettlaken hier drüben. Ich sag's dir ganz ehrlich. Zwei EVs und ein Hüter. Du musst. Nee, warte mal. Also, was heißt müssen? Also, du hättest ja noch eine Icon, eine Theorie, glaube ich, offen, oder? Mm, ja. Bin ich mal sehr gespannt. Hast du die genommen? Ja. Ah, ja, das, erzähl mal. Boah. Ich starte rein mit der Innenverteidigung. Alter, was jetzt ehrlich sehr lost von mir ist, ne? Ja. Ich habe einfach Frauen Premier League. Ja, das ist jetzt... Das, das ist jetzt... Das ist eine Grauzone. Das ist eine Grauzone. Das ist jetzt so 50-50, ne? Ich habe extra fürs Video 800k für sie bezahlt. Ja. Oh, aber ja, das darf man nicht, deswegen... Muss ich mich kurz. Darf ich mich unentscheiden? Ja, darfst du. Solange der jetzt noch nicht im Team. Sie noch nicht im Team war, kannst du es machen. Das war ein weird Flex mit 800k für eine Frauen-IV, aber ist okay. Ja, ich gehe mit den Futures, das Bea in der Innenverteidigung. Und der andere Spieler ist einfach dann Van Dijk. Und im Tor habe ich dann Cech. Ich wollte Van Dijk eigentlich aufschreiben, weil ich nicht gegen den zocken will, Mann, weil ich den hasse, den Typen. Sogar die Goldkarte geht mir hart auf den Sack, Mann. Also guck mal, diese tote Karte war noch dieses so, um das Team ein bisschen teurer zu halten. Die ist leider raus wegen meiner Dummheit, das tut mir leid. Jedes Mal passiert irgendwas bei mir, aber vielleicht erwische ich jetzt was bei dir. Oh, hast du überhaupt was erwischt? Nein, oder? Carlos, Ogbonna, Alisson, loslassen. Perfekt, alles Alter, Full-Team, sehr nice. Du hast jetzt noch eine Icon offen und eine Hero, ne? Und eine Hero-Karte, so ist es. Ich habe auch davon was auf jeden Fall genommen, aber vorher
gehen wir erstmal in meine EVs, Freunde, ganz entspannt. Wir fahren fort, ich meine nicht die Automarke, einmal Bonner und der gute Joe, heißt der glaube ich, oder Joe Gomez, Inform, genau, 6 Hertz Pace und einmal 2 Hertz ist okay, sind okay, coole Karten so und im Tor, Freunde, finde ich dies ja eine der besten Toyota-Karten im ganzen Spiel, ne? Das wird auch ebenfalls wie bei dir, Petro Cech. Team oh, krass, Alter. Okay, ich hatte die andere Icon im Verein. Aber stark. Also ich habe Company, Pope und ich, Digga, es ist einfach geil, dass ich jetzt Joe Gomez getroffen habe. Ja. Auf, Mann. Ist das dein Ernst? Ja, Bro. Ich habe doch in der letzten Sekunde nochmals 1-0 reingeknallt, Mann. Ja. Boah, das ist bitter. Also das Team sieht an sich richtig, richtig geil aus, muss ich sagen. Aber jetzt, ja, Freunde, es könnte sportlich auf jeden Fall werden. Ich mache den mal rein, den Bronze und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Let's go. Gucken wir mal. So. Digga, ey, Junge, also ach, Digga, ich hätte echt ein bisschen teurer bauen müssen. Ne? Aber dein Team ist klasse. Es schmeckt umso mehr zu Discarden, weißt du? Ich habe jetzt mehr Bock. Ja, Mann, Freunde, ich will nicht Discarden. Angenehm ist gut, kicken die Runde hier und ich muss jetzt hinten irgendwie ein Loch stopfen. Da weißt du, was ein Funfact ist? Heute ist Max Malle-Montag und an Max Malle-Montag dich zu Discarden lassen, das ist mein Traum. Freunde, das ist mein Kindheitstraum. Max Malle-Montag. Aber ich wachs dann eigentlich zum E-Sportler ran, das sage ich dir ganz ehrlich. Was? Warte, nein. Du hast gerade nicht gesagt, dass du zu E-Sportler wirst. Oder das ist zu viel. Ich habe gerade Träne beim Auge. Digga, das ist zu viel. Nein. Alter, was? Was hast du gerade für ein Tor gemacht? Was habe ich hier gerade gesehen? Digga, er predict auf was ganz chillig. Was habe ich hier gerade gesehen? Heute ist Max Malle-Montag. Auf Max Malle-Montag geht alles, Freunde. Es geht einfach alles. Joe Linton! Digga, was? Okay, zieht alle bitte die Beine ein. Warum wird er nicht geblockt? Was sehe ich hier? Auf Ernst? Yeah. Also jetzt mal, hä? Jetzt kommen wir langsam rein. Jetzt kommen wir langsam rein. Aus meinem Boxer, was ist los? Ja! Da kannst du gar nichts machen. Da kannst du gar nichts machen. Das ist ja geil. Ja, tu die. Joe Linton! Freunde, dieser Van Dijk Gold ist gottlos. Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann nichts machen mit einem Keeper da hinten, wirklich. Nein! Bitte, let's go, Mann! Ey, diese De Bruyne, Freunde, das ist gefühlt zur Hälfte auch wieder sein Tor. Der ist so krass gut. Kevin De Bruyne. Kevin hat die Bräune, Mann. Die Grätsche hat mich auseinandergenommen. Boah. Oh, was? Oh mein Gott, das ist glatt rot, Freunde. Das ist glatt rot. Das ist nichts. Das ist nichts. Warte, gar keine Karte kann nicht sein. Gar keine Karte für dieses Tackling. Das ist echt krank. Ich kann das gerade nicht. Ich dachte ganz kurz rot, ne? Bro, das ist krank. Für dieses Tackling keine Karte. Oh mein Gott, was machst du mit mir? Ja, das ist halt mein Stellungsspiel von einem was nicht was. Sonny! Mann, ey, Freunde, hätte ich einen IFO, es wäre so ein schönes Spiel, Mann. Ey. Ey, mit dem IFO war es aber wirklich wichtig, den zu treffen. Okay. Warte, was? Was war das gerade? Niemals! Niemals! Was war das für ein Assist gerade, Digga? Peter Cech. Er haut den Assist des Jahres einfach raus. Ja! Nein, Peter Van Dijk, ich schwör's dir, Mann! Dieser Drecks Van Dijk, Alter! Es kann nicht sein. Also wirklich, der Typ, ne? Bitte, was ist das für ein... Ich wusste es doch. Sehr gut. Van Dijk hat einmal gechalkt, Freunde. Und der ist direkt drin. Das kann... Oh mein Gott, nein. Ey, also dieser Van Dijk, ich schwör's, ich schreibe ihn jetzt ab jedem neben Spiel auf. Ab jedem... Ach, Digga, in jedem Video, meine ich. Boah, was? Nein. Das war so schön gespielt. Ja. Quatschball. Also der Bräune Reader hat den 10-mal besser gespielt. Freunde, 3-5 ist...
war ein wildes Game. Also war ein vogelwildes Game, was hier für Sachen passiert sind, Freunde. Zwei Discards, willkommen und es könnte scherben, es könnte krachen. Hab fertig umgestellt. Enzo, bitte konzentriert. Ich meine, das ist krass ernst. Hier sind super, super, super teure Karten dabei. Also De Bruyne allein, glaube ich, kostet schon über, 3,4. Ich glaube, Tschech über 500. 700, 800k in Kunku. Dann, keine Ahnung, hier Havertz kostet, glaube ich, 200 die SBC oder so. Also es könnte knallen. Zwei Discards. Okay. Guck mal, ich bin einer, ich denke am Ende sehr viel nach. Das heißt, ich schaue auch immer, wie lange die Leute brauchen, die Sachen umzustellen. Ich versuche mir das ein bisschen auszurechnen. Du hast jetzt eigentlich nicht lange gebraucht. Das heißt, deine Torhüterposition und Verteidiger allgemein hast du wahrscheinlich stehen gelassen und hast eher im Sturm was gemacht oder im Mittelfeld. Ich fange an. 4-3-3, die vierte, ne? Ja. Linker ZM und Linksverteidiger. Es ist kein De Bruyne, es ist kein De Bruyne, es ist kein Tschech, es ist kein Nkunku, aber es ist ein Havertz. Das ist bitter. Das ist eine übelst geile Karte, Mann. Das ist eine übelst geile Karte, Mann. Ey. Und Lemte, das ist ein 87er Future-Style, der ist mir relativ. Ach, Mann, Digga. Ich habe übrigens so gut wie alles, glaube ich, umgestellt, außer De Bruyne. Und Havertz sehe ich gerade. Okay, ja, dann Theorie haben wir nicht geschnippt. Wir machen kurz SPC. Ja, ach komm, wirklich. Ja, wird wieder eine super SBC. Boah, das ist um Kai Havertz, Freunde. Es tut mehr weh, als wenn du 500k hier irgendwie tradable so verlierst, weil du kriegst diese Havertz-Karte nicht mehr wieder. Sie sind abgegeben, Freunde. Und wenn es euch hier gefallen hat, könnt ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen, ein kostenfreies Abo, checkt Enzo und abcheckt Enable. Und würde ich sagen, sind wir raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao.